Shalom Aleichem. Wir lernen heute über Signal und Zeichen von Himmel. Was steht darüber in der Bibel? Also, es gibt am Leben Signale, Zeichen, Wunder. Sachen, die uns zeigen, siehst du? Aber die Frage ist, ob dieses Telefon jetzt ist ein Zeichen von Himmel oder nicht. Ein Mensch will wissen, ob soll er öffnen ein Geschäft oder nicht. Er weiß nicht. In diesem Ort. Er will kaufen einen Wohnort, eine Wohnung. Er weiß nicht, zweiter Stock oder Erdgeschoss. Er hat einen Zweifel, einen Safek, Unwissenheit. Er weiß nicht, mit wem zu heiraten. Er hat zwei Schiduchim, zwei Heiratsangebote. Und er weiß nicht, was soll er nehmen, diese oder diese. Jeder hat Vorteile und so weiter. Wie soll er wissen, was zu tun? Wie ist die Signal von Hashem, von Himmel, um zu wissen? Warum braucht man ein Signal? Weil ein Mensch braucht am Leben eine Achlata, eine Entscheidung. Und zum Entscheidung zu kommen, will man sicher machen, dass man geht auf die gute Seite. Deshalb, wir werden heute lernen über diese Sache von Siman Mishamayim, Signal von Himmel. Erste Regel ist, man bekommt keine Zeichen oder Signal über Sachen, die gegen die Tora oder gegen Gott. Es kann nicht sein, dass ein Mensch will etwas öffnen, ein unkoschere Geschäft und, oder unpassende Partner oder ein Ort zu wohnen, die passt nicht zu einem gläubigen Jid. Und warten soll, Hashem soll ihm geben ein Zeichen. Hashem wird ihm nicht geben ein Zeichen zu wohnen in so einem Ort. Stimmt? Also passt nicht zu Jid zu wohnen in einem Ort, was passt nicht zu Jid zu wohnen. Und genauso gibt es in jedem Bereich zuerst Gottes Wille, Gottes, Hashems Erwartungen. Und so muss man folgen. Wenn man geht nach die Wille von Torah und da will man Zeichen, da ist schon eine andere Sache. Wie sollst du wissen, ein Rad dem Signal anzunehmen von Himmel, zu wissen, die Entscheidung zu treffen, zu gehen, zu machen, dem Geschäft, dem Wohnung, dem Heiraten, in dem noch eine Sache. Erste Regel haben wir gesagt, Sachen gegen Torah oder gegen Gott werden nicht funktionieren. Hashem wird nicht sagen, Signale, mach etwas gegen meine Wille. Zweitens, Hashem wird nicht geben, ein Signal zu machen eine Gefahr, zu machen eine Sache, die nicht passt. Wenn du darfst nehmen in dein Auto 4 Leute, es gibt nicht ein Signal, dass du kannst nehmen 5. Stimmt? Also, wir haben schon 2 Regeln. Es muss an diese Regel passen. 1. Es widerspricht nicht die Tora und Gottes Wille. 2. Es widerspricht nicht dem Gesetz und Gottes Sakana, Gefahr. König David sagt in Kapitel 87, Pasuk 17, Ase imi ot letova. Was heißt das? Mach mit mir ein gutes Zeichen. Mach mit mir ein gutes Zeichen. Was ist Ot? Ot ist ein Signal. Ot ist ein Buchstabe. Ot ist ein Zeichen. König David sagt, gib mir ein gutes Zeichen. Und wir werden geben Beispiel von der Tora, von der Bibel, über Zeichen. Steht geschrieben, dass wenn es kommt ein Regenbogen, das ist Ot Abrit, Zeichen des Bundes. Aber das ist keine gute Zeichen. Also Hashem hat gesagt, immer wenn man sieht einen Regenbogen, soll man wissen, dass Hashem hat momentan, wie man sagt, Bremse über uns. Er will was machen, aber er holt sein Recht und Gerechtigkeit, um uns eine gute Seite zu zeigen. Okay? Aber jetzt werden wir eine Regel und Zeichen geben,
Ja. Gibt es noch eine nicht gute Zeichen? Als Sarah wurde genommen von Paro. Sarai, Eshet Avram, die Frau von Avram. Welche Strafe hat ihm Gott gegeben? Steht geschrieben, dass Gott hat ihm gegeben, Negaim Gdolim. Warum? Um zu bekommen ein Zeichen, dass die Frau ist verheiratet. Stimmt? Also, wenn die Frau ist verheiratet, du kannst nicht die Frau nehmen. Ist schon vorbei, sie ist besetzt. Gibt, jetzt beginnen wir positive Zeichen. Wir haben gegeben zwei Beispiele, wo sieht man einen Beweis und ein Zeichen, der nicht gut ist. Einmal bei dem Regenbogen und einmal beim Paro und Sarah. Jetzt beginnen wir eine Reihe und eine Liste von guten Otot, von guten Zeichen und Signale. Aber das sind Zeichen, nachdem du die gemacht hast, in Paro. Hashem gibt ihm da ein Zeichen, er hat etwas Schlechtes gemacht. Wir reden über Zeichen, ob du etwas Schlechtes machen sollst. Er hat mit dir noch nichts gemacht, es war vorher. Und Regenbogen? Regenbogen ist nachdem, es ist für uns jetzt, Hashem zeigt uns vorher, dass er will eine Mabul bringen, eine Sintflut, und er macht das nicht. Man sagt manchmal, Hashem ist böse, also wenn er das zeigt, dann ist er schon... Nein, wenn er das zeigt, er zeigt, ich bin gegen euch jetzt, ich stoppe mein, ich bremse mir. Es ist noch ein Zeichen, ein Signal, ich will was machen. Es gibt doch Zeichen für schlechte Sachen. Eben, das wollte ich die zwei Beispiele geben. Okay. Steht geschrieben, wenn der Engel Raphael und Michael und Gabriel gekommen zu Abraham, der Engel Michael hat gegeben Sarah eine Botschaft, eine Nachricht. Was hat er sie erzählt? Abraham war 100 Jahre alt, Sarah war 90 Jahre alt. Was hat er sie versprochen? Ka'et chaya, jetzt, so wie jetzt, bekommt ihr einen Sohn. Was heißt Ka'et chaya? Was steht geschrieben bei Rashi? Welche Zeichen hat er ihm gegeben? Weißt du zufällig? Jetzt in einem Jahr. Ja, dem Zeichen auf der Wand. Also steht geschrieben, Asas Rita ala Kotel, dass der Engel hat gemacht ein Kreuz auf dem Wand und er hat gesagt, siehst du jetzt die Sonne auf diesem Kreuz, auf diesem Srita, auf diesem gekritzten Tafel? In ein Jahr, wenn die Sonne noch einmal kommt zu diesem Wand mit dem Kreuz, da ist die Zeichen, da ist die Signal, dass du bekommst ein Kind. Und genau in ein Jahr, wenn die Sonne hat gemacht ihre komplette Runde, dann hat Sarah bekommen ein Kind. Das ist doch ein Zeichen von Sarah. Es gibt noch ein Zeichen von Moshe Rabbeinu. Weil Moshe Rabbeinu ist geboren, steht geschrieben, Vatere oto ki tovu. Sie sieht ihm, dass er ist gut. Was sieht sie? Das Haus war voll mit Licht. Das Haus war voll mit Licht. Was für ein Zeichen ist das, wenn man sieht, plötzlich ein Haus voll mit Licht? Dass dieses Kind ist ein besonderes Kind. Dass dieses Kind hat vor, jetzt zu sprechen mit der Ebster, und er ist nicht so noch ein normales Kind. Also es waren zwei Signale, zwei Zeichen. Ein Zeichen war, dass die Haus war voll mit Licht. Und die zweite Zeichen war, dass sie hat geguckt auf Moshe Rabbeinu. Das Moshe Rabbeinu war mit einer Beschneidung. Er war schon beschnitten. Ja? Also steht geschrieben, wenn man sieht volle Licht, das ist ein Zeichen auf ein besonderes Kind. Man kann auch einen Zweifel durch ein Zeichen beweisen. Steht geschrieben bei Josef, als er hat gespielt mit seinen Brüdern und er hat gesagt, ihr seid Spionen. Ihr seid Kundschaften. Was haben sie gesagt? Nein, wir sind nicht. Was er hat gesagt? Besot tibachenu. Damit, mit diesen Zeichen, wird ihr geprüft. Welche Zeichen? Nein. Was müsst ihr machen, damit ich euch glaube, dass ihr habt noch einen Bruder? Ihr sollt einen bei mir lassen. Und bringen, nein. Einlassen und einen bei mir lassen. Genau, und geh, super. Geh und hol eure Brüder.
Mit diesem Beweis glaube ich euch, dass eure Sachen, dass eure Erzählung sind richtig. Okay. Die nächste Zeichen ist bei Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu soll gehen durch Hashems Befehl zu Paro. Und Hashem sagt ihm, Beweise zu haben. Eins, dass sein Stock wird zu Schlange. Zweitens, dass er legt seine Hand unter seine Axt und wenn er das tut, danke. Wenn er das tut, sein Körper ist voll mit Zarat. Er macht das noch einmal. Was passiert? Keine Ausschlag mehr. Also, und die dritten soll er gehen zu dem Wasser und soll er sehen, wie die Wasser sind, jetzt blau oder grün oder schönes, saubere, klares Wasser. Und wenn er geht, er sieht, dass die Wasser werden Blut. Das heißt, man sieht drei Beweise bei Moshe Rabbeinu, dass Hashem gibt ihm ein Ort, ein Zeichen, ein Signal, dass das, was er geht jetzt machen, ist die Sache richtig. Hier steht geschrieben in 2. Buch Mosche, Kapitel 7, Pasuk 8. Ki yedaber alechem paro leimor, tnu lachem mofet, mach mir ein Zeichen, sagst du zu Aaron, geh, und so weiter. Also Hashem zeigt ihm, soll sein ein Zeichen. Verständlich? Okay. Gehen wir weiter. Die ersten drei Beweise, die Otot Lemani Aminu, die Zeichen, damit soll man glauben, stehen geschrieben in Kapitel 4. Moshe sagt, sie werden mir nicht glauben und mir nicht zu hören. Sagt der Maschem, was hast du in deiner Hand? Sagt er, Stock. Warf ihn auf den Boden, es war eine Schlange. Halt seinen Schwanz von hinten, er hat gehalten und es war wieder ein Stock. Damit sollen sie glauben, dass Gott hat dir bewiesen, Gott von ihren Vätern, Elokei Avraham, Elokei Yitzchak, Elokei Yaakov. Vayomer Hashem lo od. Was heißt Hashem lo od? Sagt der Maschem, ich gebe dir noch eine Ort, noch ein Signal. Und danach steht geschrieben, das, was wird passieren? Sie werden nicht glauben und nicht hören zu dem ersten Beweis oder Zeichen. Sie werden glauben zu dem zweiten, zu dem letzten Zeichen. Jetzt kommt. Also, es ist unglaublich, es ist schon begonnen, ein Zeichen von den 10 Plagen, sieht man drei Otot, drei Signale, drei Zeichen von Moshe Rabbeinu. Sehr gut. Gehen wir weiter. Bei den Richtern, bei den Schoftim, es gab einen Mensch, der ist Gideon. Schofet Israel. Gideon hat gebeten Gott ein Siman, ein Zeichen. Er wollte sehen, dass Gott gibt ihm wirklich die Kraft. Also er hat gewusst, dass Hashem ist zu ihm gekommen und er denkt, es steht geschrieben in Schoftim Kapitel 6. Was sagt er? Gott, kann ich nichts machen. Gott sagt ihm, lech bekochacha zevor shata et Israel. Geh mit dieser Kraft und du wirst retten das jüdische Volk. Was sagt er? Womit? Al pi adal bimenashe vanochi atzair bebet avi, ich bin ein Junge. Da sagt er, Pasuk 17. Imna matzati chem beinecha, wenn ich dir gefallen, Gott, vasita li ot shata medaber imi. Gib mir ein Zeichen, dass du mit mir sprichst. Gideon ist gekommen und er hat gebracht ein Zieg, Lamm, Mazot, Fleisch, Suppe. Ruf zu dem Engel Gottes, sagt, nimm dem Fleisch und dem Mazot und leg auf dem Fels und die Suppe gieß.
und er legt das auf den Zurn, auf den Fels, und dann kommt vom Himmel, von unten, von dem Fels, Feuer und isst dem Fleisch, dem Azot und dem Malach, der Engel ist gegangen. Da Gidon sieht, dass der Engel Gottes, was sagt Gidon? Aha, so steht geschrieben, aha, aha, Hashem Elokim, jetzt reiti Malach Hashem Panim El Panim, jetzt habe ich gesehen, Gottes Engel Panim El Panim. Gut, ist alles gut und fein. Zweites Mal, in demselben Kapitel, Pasuk 36, sagt Gidon, Gott, wenn du mir wirklich hilfst im Krieg, will ich einen Beweis. Und da ist unglaublich, da ist das erste Mal in die Tora, wo Hashem gibt doppelt Beweis. Welche? Ich nehme ein Stück Wolle, Gizat Zemer, ein Stück Wolle. Und ich lege das in die Tenne. Wenn es wird sein nass, feucht, diese Wolle, und überall trocken, dann weiß ich, dass du mir hilfst. Gut. Am nächsten Tag steht er auf. Überall ist trocken rumherum. Und diesen Stickel Wolle, Gizata Zemer, war so voll Wasser, dass er konnte das würgen. Und es war eine volle Seffel Maim, volle Krug Wasser. Da sagt Gidon 39, Ali Harabchabi, sei mir nicht böse und lass mich dieses Mal noch reden. Anase, ich will noch einmal Experiment prüfen. Jetzt will ich umgekehrt. Soll sein, auf diese Wolle soll sein trocken und rum soll sein nass. Hashem hat gemacht so in dieser Nacht. Und es war auf die Giza, auf dem Wolle war trocken und überall war nass. Da siehst du, dass Gidon, um sicher zu haben, dass Hashem mit ihm redet, spricht, wollte doppelt Beweis. Steht geschrieben, nächster Beweis, bei Shmuel. Steht geschrieben bei Shmuel, der Volk sucht Melech. Sucht einen König. Und sie sagen Shmuel, ja, gib uns eine König. Was sagt Shmuel? Al tamru et pi Hashem. Ihr sollt nicht Namen Gottes widersprechen. Und wenn ihr Namen Gottes widerspricht, ich werde euch was zeigen. Was ist passiert? Es war Sommerzeit und in Israel in Sommerzeit regnet nicht. Es ist nicht so wie im Ausland, gibt es auch im Sommer Regen. In Israel Sommer ist Sommer. Und sagt ihr, jetzt seht ihr, das, jetzt ist Kzir Chitim. Jetzt ist Zeit von Sommer. Und ich werde euch zeigen, ein Beweis, dass es wird jetzt total, total regnen. Und so ist passiert. Und so ist passiert. Es hat gedonnert und geblitzt und hier. Es ist Kapitel 12. Gamatait Yatzvu Reu steht und sieht diese große Sache, das Hashem zeigt euch. Alok Zirchitim Ayom. Jetzt ist es Sommerzeit. Ich werde rufen Gott und er wird geben Donner und Blitz und Regen. Udu Ureu. Und ihr werdet wissen und sehen, Kiratchem Rabba Asher Asitem. Das ist keine gute Sache, dass ihr wollt einen König. Also Hashem hat geschickt ein Zeichen von Himmel, zu beweisen,
das zu nehmen, eine Melech, eine König, war keine gute Sache. Okay. Die nächste Zeichen ist passiert bei Eliyahu. Eliyahu Anavi ist mit Bnei Abal, 400 Ish mit Bnei Abal, und er sagt, ich werde euch zeigen, wer ist Gott. Kennst du die Geschichte? Wo Feuer gekommen ist? Ja, also was war dort? Sie haben Götzendienerei gemacht. Stimmt. Und wollten ihnen zeigen, dass Gott existiert. Hat ein Schaf genommen. Nicht ein Schaf. Ein Rind. Ein Rind, oder haben den Altar gemacht. Und der Feuer gekommen von ihm. Ja, also das steht in Könige 1, Melochim Aleph, Kapitel 18. Steht so. Kapitel 18, Pasuk 38. Vatipol Esh Hashem, und da kam Feuer auf dem Altar, auf dem, das war in dem Karmel in Israel, in Haifa. Und da kam Feuer Gottes und hat gegessen die Ola und die Holz und die Steine und die Erde und die Wasser. Und dann... Danke. Steht geschrieben, Vayar Kol Ha'am, da sieht das ganze Volk und sie fallen auf ihre Gesicht und sie sagen, Hashem Hu Elokim, der Ewiger ist der Gott, der Ewiger ist der Gott. Also siehst du, dass manchmal, um zu beweisen, die ungläubigen Menschen, die die Götze dienen, dass Hashem existiert, muss man machen eine Ot und Mofet, ein Signal und einen Beweis, um zu zeigen, um zu motivieren die Leute, damit sollen sie glauben mehr an Hashem. Das ist bei Eliyahu. Genauso gibt das, haben wir verpasst, bei Joshua, als Joshua ist geworden, der Nachfolger von Moshe Rabbeinu, und Moshe sagt dem Chazak Vehematz Meod, sei stark und es wird alles gut sein, steht geschrieben, dass hier bei Yom Ahu, am dem Tag, das ist Joshua am Anfang, in Kapitel 4, Gidal Hashem et Joshua b'ene kol Israel, Hashem hat ihm gemacht groß. Bei Ruoto, sie haben von ihm gefürchtet, kasher Yahut Moshe kol Yamechayav, sie haben bekommen von Joshua so eine große Respekt und Ehre, genauso wie Moshe Rabbeinu, sie sind unglaublich, also nicht zu unterschätzen dem Joshua. Und dann, wenn die Kohanim, wenn die Priester erhalten Aaron Brit Hashem, Gottes Schrank, Gottes Bundeslade, passiert so wie in die Schilfmeer, so wie im Yamsuf, die Jarden geht auf der rechts und links und sie können dort gehen ohne Probleme und es ist geworden trocken. Jetzt kommt. Es wird kommen ein Tag und eure Kinder werden fragen die Väter, was ist diese Steine? Ihr sollt sagen, eure Kinder zu sagen, in die Wüste haben das Volk Israel gegangen, dem Jordan. Das Hashem hat getrocknet die Wasser von Jordan. Es war am 10. Nisan, Gilgal, Mizrach Jericho. Und dann, Leman, das Kol Ha'Meoretz. Was heißt Leman, das Kol Ha'Meoretz? Damit sollen alle wissen, das, was Hashem gemacht. Steht weiter in Melachim Bet, Könige 2, Kapitel 1. Gibt es noch eine Beweise? Steht geschrieben, dass Hiskiau hat Angst von dem Krieg. Und Hashem gibt ihm eine Beweise, dass Sarah Hamishim, der Erste, ist gestorben und der Zweite ist gestorben und der Dritte ist gestorben. Und als Hiskiau hat den Krieg geführt gegen Sancheriv.
Und er hat gebeten zu Hashem und er sagt, Ate Hashem Osnecho, Re'e, Shmar Shmai Necho, Ate Osnecho, Ushmo Pkache Necho, Re'e. Also diese Gebet, was wir sagen, Montag und Donnerstag. Diese Pasuk wurde gesagt von Chizkiyahu, dass er hatte Angst von dem Krieg mit Sancheriv. Und Hashem hat gemacht ein Zeichen. Jetzt geben wir, das ist alles positive Signale, ja? Dass Hashem gibt jemand Mut, etwas zu machen, Chizkiyahu zum Krieg, Gidon zu sein, ein Richter, Joshua weiterzuführen, dem Volk und kämpfen gegen die sieben Schmuel zu beweisen, die ihnen, dass sie brauchen keinen König, ja und so weiter und so fort. Jetzt geben wir zwei Beweise, dass man konnte durch Zeichen, durch ein Signal, zu wissen, wer hat gesündigt. Steht geschrieben, nachdem das jüdische Volk hat Fehler gemacht und gesündigt bei dem goldenen Kalb, was hat Moshe Rabbeinu gemacht mit dem goldenen Kalb später? Verbrannt. Und was er hat gemacht mit der Asche und mit dem der Rest? Er hat gegeben, die Juden zu trinken. Es war eine Probetest. Die haben gesündigt, die haben teilgenommen bei dem goldenen Kalb, wurden bestraft. Und die nicht teilgenommen, haben absolviert den Test. Genau so gibt es auch bei Joshua. Als Joshua hat verboten, die Juden zu nehmen, Schalal vom Krieg, zu nehmen Sachen vom Krieg als Soldaten, es kam ein nicht guter Mensch, Achan ben Zavdi, und der hat genommen. Und Joshua hat nicht gewusst, wer hat genommen. Was er hat gemacht? Eine Tombola, eine Goral, eine Raffel. Ja? Und es ist gefallen auf Joshua. Bis auf die letzten Generationen. Auf Zavdi. Auf Achan. Auf Achan. Auch in Shmuel, es gibt in Shmuel Chafchet. Ich glaube, der alte Rebbe bringt das auch in Tanja, dass in den alten Zeiten Menschen haben auch gefragt, dem Prophet, nicht nur geistige Sachen, sondern auch irdische Sachen. Hier, es war ein Mann von Benjamin, Kapitel 9, Shmuel Aleph. Es war einer mit Benjamin, der heißt Kish ben Aviel ben Zrom, und er hat einen Sohn, Shaul, Bachur Vetov. Und er hat verloren seine Eselinnen. Und er hat gesagt, geh such dem Eselinnen. Was machen sie? Sie gehen Ish Elokim bei ihr Asot. Es gibt einen Gottesmann. Und wie heißt er? Aroe. Sie nehmen einen Reva Shekel, ein Viertel Shekel, und sie geben ihm. Und sie kommen zu Shmuel. Und gleich, wenn sie kommen zum Stadt und Shmuel kommt. Und hat gesagt, geh, guck nicht auf die Eselinnen. Die haben schon gefunden. Du wirst ein König. Also gleich gefunden, der Mord. Später, viele Jahre später, wenn Shmuel ist weg von dieser Welt und Shaul war verzweifelt, Shaul hat gesucht, was zu tun, hier. Und Shmuel mit. Shmuel ist gestorben. Der Prophet ist nicht da, der Seher ist nicht da. Und kommen die Plishtim, das ist Shmuel Aleph, Kapitel 28, das ist danach. Jetzt guck mal, wie kann man Zeichen bekommen in die alten Zeichen. Vaisha Shaul Ba'ashem velo anau. Hashem. Er hat Pasuk 5. Er fragt Gott, er antwortet nicht. Gam Bachalomot, auch in Träume, sagt er nicht. Gam Ba'urim, also auch Ba'urim und Tumim.
גם בנביאים. Er versucht verschiedene Wege, Methoden, wie zu bekommen dem Signal und Zeichen von Himmel. Dann sagt er, bring mir Balato, Eshet, gib mir eine Wahrsagerin, eine Frau, die kann das nehmen. Und da kommt das die ganze Geschichte weiter. Noch in den letzten 500 Jahren war ein großer Meister, der ist Rabbi Yitzchak Luria Ashkenazi, der Arizal. Der Arizal konnte jedem Mensch auf seinen Stirn sagen, was ist seine Vergangenheit, was ist seine Zukunft, was hat er gesündigt. Er konnte bei jedem Schmerz wissen, was hat der Mensch getan und wieso und wofür ist jeden Schmerz geeignet. Zum Beispiel, einer ist zu ihm gekommen, der hat gesagt, der hat Schmerzen in die Schulter. Er hat gesagt, du achtet nicht auf Händewaschen, etilat yadayim umbracha, und so weiter und so fort. Jetzt, nachdem haben wir gesehen, bestimmten Beweise, Zeichen von Himmel und Geschichten von der Bibel, was machen wir heute praktisch? Was machen wir heute, wenn ein Mensch weiß nicht, was zu tun? Dann gibt es einen Unterschied, ob das ist geistige Fragen oder irdische Fragen. Okay? Der Rebbe hat gesagt, bei irdischen Fragen fragen zwei Freunde oder Medizin zwei Ärzte. Du weißt nicht, was zu entscheiden, welchen Ort zu wohnen. Frag zwei Freunde, wo ist besser, in welcher Ort ist das Geschäft besser. Zwei Freunde werden dir helfen. Azat, Yedidim, Mevinim. Ein Ratschlag von Freunden, die verstehen. Oder Azat, Rofim, Mevinim. Oder ein Ratschlag. Kann ich dasselbe sagen? Die zwei, da fragt man eine dritte. Und dann von zwei nimmt man die Mehrheit. Kann gut passieren. Also wenn zwei, jeder sagt andere Meinung, fragt man einen Dritten und das, was sagt der Dritten, das wäre die Entscheidung. Aber es ist interessant, und da sage ich dir von Erfahrung, meistens wird von den beiden dieselbe Antwort, das siehst du auch ein Zeichen und ein Signal von Hashem, dass die zwei, die hast du gefragt, haben dieselbe Antwort gegeben. Und wenn das ist himmlische Sachen, wo soll ich lernen, wo soll ich beginnen zu lernen bei Torah, wie soll ich mehr Lust bekommen, frühmorgen zur Arbeit, zum Aufstehen, zum Beten und so weiter und so fort. Solche Ratschläge fragt man. Einer, der hat viel zu tun mit Torah. Wenn einer lernt viel Torah, dann seine Augen, seine Wissen, seine Lebensweisheit ist von Torah gebunden. Das ist schon ein Kopf von Torah. Und da fragt man einen Aselech Harav, schaff dir einen Lehrer und mach dir einen Freund. So sieht man, dass es gibt Signale von Himmel. Lass uns die Sachen umfassen. Und dann darf man sogar nicht zwei Rabbiner fragen. Bei was? Bei himmlischen Sachen. Nein. Sogar verboten. Genau. Da besser zu fragen, nur eine und reicht. Weil jeden Rebbe hat seinen eigenen Weg, Gott zu dienen. Bei irdischen Sachen besser zwei Meinungen zu holen. Bei geistigen Sachen reicht eine. Ja? Ja. Shkoyach.